euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Eigentlich geht es immer so los, man hat irgendwas übrig und das müsste eigentlich weg. Bei mir zum Beispiel sind es geschnittene Semmeln für Semmelknödeln in der Gefriertruhe drinnen. Die brauchen wahnsinnig viel Platz und ich muss unbedingt Semmelknödel machen damit. Aber was mache ich jetzt zu der Semmelknödel? Schweinebraten? Haben wir es gehabt. Büffelmott? Mach ich doch über Weihnachten. Ist eigentlich ein weihnachtliches Essen. Pfifferlingram mit Semmelknödeln war auch ganz gut. Ja, na, heute haben wir uns überlegt, machen wir einen Schmorbraten. Dazu habe ich wieder mal meine Bücher gewälzt und komischerweise kommt man immer auf die alten Sachen wieder. Also auf zum Beispiel, ich helfe dir kochen. Da gibt es einen ganz guten Schmorbraten drinnen. Zumindest liest er sich gut und auch gar nicht sehr aufwendig. Und dann habe ich auch das Buch von meiner Mama, das Dr. Oetker Schulkochbuch. Da habe ich auch einen Schmorbraten drin gefunden. Der ist so fast so ähnlich wie bei Ich helfe dir kochen, vielleicht nicht ganz so aufwendig. Ich glaube, ich mache so ein Zwischending von den zwei. Und da steht wahrhaftig drinnen beim Schulkochbuch, man könnte dazu die Blume hernehmen. Vom Rind. Die, aber was ist denn die Blume? Ah, es ist super schön beschrieben und zwar, die Blume ist da hinten die Keule, glaube ich, vom Rind. Jetzt schaue ich mal, was ich für Fleisch überhaupt kriege. Ob eine Blume oder, da steht eine Schulter, eine Lende. Und das nehmen wir halt einfach her. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Folgende Zutaten brauche ich dann für meinen Rinderschmorbraten. Ein Rindfleisch natürlich und da muss ich gleich was dazu sagen. Ich habe jetzt da zum Beispiel ein Stück falsches Filet, das Bürgermeisterstück sagt man dazu. Das schaut super schön aus, wie ein echtes Filet. Aber man darf sie da nicht verleiten lassen und Steaks runterschneiden und kurz braten, denn das ist dann entsetzlich zäh. Das kann man nur schmoren. Aus der Schulter ist es vom Rind. Ich brauche ein bisschen mehr Fleisch heute, deswegen habe ich dazu noch ein Schulterblatt. Und das Schulterblatt, das ist ganz zart, aber ein bisschen saftiger danach. Was das hat, das ist, die hat da in der Mitte hat das Schulterblatt so ein Gelee. Wenn, das ist manchmal. Manche Leute mögen das halt nicht so ganz gern. Aber wir mögen jetzt das schon. Und jetzt geht's weiter mit den Zutaten. Dann brauche ich Salz und Pfeffer, ein Mehl, Butterschmalz, Zwiebel, Suppengrün, Tomatenmark, Puderzucker, ein Rotwein, Geflügelbrühe, ein Rosmarinzweig, ein Speck und zwar den ganz, ganz fetten Speck. Sahne und zum Binden am Schluss eine Speisestärke. Als erstes schneide ich mal mein Suppengemüse und die Zwiebel klein. Das klang, wenn man das in grobe Stücke schneidet, denn am Schluss wird die Soße abgeseiht, nicht abgesehen. Wichtig dabei ist auch, dass ihr nicht zu viel Karotte hernehmt, denn sonst kriegt die Soße so einen komischen, süßlichen Geschmack. Das Fleisch wird schön gesalzen und gepfeffert. Vor dem Anbraten wende das Fleisch in Mehl. In einem Bräter lasse ich das Butterschmalz zerschmelzen. Ihr könnt aber auch ruhiger Öl hernehmen, denn heutzutage finde ich ein Butterschmalz schon sehr, sehr teuer. Das Fleisch wird jetzt rundum im Butterschmalz angebraten.
Also ich habe jetzt so einen Bräter, ihr könnt aber auch jederzeit einen großen Topf hernehmen oder eine ganz große Pfanne, zu der ihr einen Deckel habt. Das Fleisch ist schön angebraten, dann gebe ich es heraus. In den Bratensack gebe ich jetzt mein Gemüse. Das lasse ich auch ein bisschen anbräunen. Das Gemüse hat ein bisschen Farbe angenommen und jetzt gebe ich darauf einen Puderzucker. Bei der Hedwig Stuber steht dort ein normaler Zucker. Beim Schubeck ist doch immer Puderzucker dabei bei der Soße. Und ich habe geglaubt, der Schubeck hätte das erfunden, dass quasi in der Soße Zucker ist. Aber wie ich eben das durchlese, denke ich mir, ah, schau her, er hat es nicht erfunden. Das lasse ich jetzt ein bisschen karamellisieren. Als nächstes kommt noch das Tomatenmark dazu. Auch das lasse ich ein bisschen mitbräunen. Das Tomatenmark ist jetzt schön angebraten. Jetzt kommt der Rotwein dazu. Den Rotwein lasse ich jetzt ein bisschen einkochen. Und übrigens, weil mir jetzt das da so kocht und so, neulich habe ich einen wunderschönen Film gesehen. À la carte, was der ein französischer Film. Und da wurde gekocht, geschlemmt, in wunderschönen Farben. Also wer gern Kochsendungen anschaut, dem gefällt dieser Film auch. Dann lege ich in den Topf einen Rosmarinzweig und ein bisschen Petersilie. Und auf das kommt jetzt mein Fleisch. Und das Fleisch muss ich jetzt aufgießen, also die Soße dazu gießen. Das heißt meine Brühe. Und ungefähr 2 cm steht da. Also nicht übergießen, dass man nichts mehr sieht vom Fleisch. Und da habe ich doch nur meinen Speck. Also das ist jetzt ein Speck ohne Fleischanteile drin, sondern nur Fett. Und den schneide ich jetzt in Scheiben. Diese Speckscheiben kommen über mein Fleisch drüber. Nun kommt der Deckel drauf und schon hat der ganze Zauber ein Ende. Denn die Vorarbeit ist eigentlich das meiste. Und nun kann es in Ruhe schmoren, bei geringer Stufe, vielleicht auf 3, mindestens einmal 2 Stunden. Dann ein wenig schauen, ob das Fleisch schon zart ist. Falls ein wenig Soße fehlt, also eine Brühe fehlt, wieder nachgießen. Wenn die Brühe weg ist, mit einem Wasser nachgießen, weil sonst wird es vielleicht zu salzig. Dann sehen wir uns sehr viel später wieder. Na. Eine Stunde schmort jetzt das Fleisch da so vor sich hin und das Volumen hat deutlich abgenommen. Dafür ist wesentlich mehr Sauce jetzt da, weil das hat sich ja alles rausgebraten. Jetzt tue ich nochmal umdrehen den Braten, dazu tue ich das Fett runter, drehe das um. Also ist jetzt nur ganz hart, man spürt es direkt. Also da ist noch nichts Weiches, noch eine Stunde. Und tue das Fett auch wieder rauf. Und eine Stunde lasse ich es jetzt wieder in Ruhe. Und nachgießen brauche ich da im Moment auf alle Fälle nichts. Fast 3 Stunden hat jetzt das Fleisch da drinnen leise vor sich hingeköchelt. Wie schon vorhin gesagt, viel Fleisch ist ja da nicht mehr übrig geblieben. Jetzt gebe ich das Fleisch raus und tue mal die Soße absieben. Die Soße habe ich jetzt abgesiebt und jetzt kommt die Sahne dazu. Im alten Kochbuch von meiner Mama steht drinnen, man könnte jetzt auch saure Sahne dazu hernehmen oder sogar bloß eine Dosenmilch. Und das soll jetzt noch ein bisschen köcheln. Ein bisschen was fehlt eigentlich nur an der Sauce, ansonsten ist es nicht schlecht. Ich tue ein wenig Zitronenschalen abrühren dazu,
weil das macht man heutzutage immer. Und ein Salz. Und ein Pfeffer. Und diesmal tue ich kein Chili dazu und keine Schärfe. Denn das ist ja ein Rinderbraten. Und der braucht eigentlich kein Chili, glaube ich. Sonst schmeckt ja alles gleich bei uns. Man möchte ja nicht glauben, was ein paar so Kernel Salz am Geschmack ausrichten können. Super schmeckt jetzt die Sauce und die muss jetzt aber binden, weil die ist jetzt wirklich sehr wasserig oder suppig. Dazu habe ich jetzt eine Stärke mit einem kalten Wasser verrührt. Und jetzt schauen wir mal, das haben jetzt zwei Teelöffel, weil die Sauce ist wirklich viel geworden. Ich wollte eigentlich mit einem Teelöffel auskommen, aber sonst fehlt mir da nur die Sämigkeit. Das lasse ich jetzt einkochen, dann schauen wir mal, ob es schon passt und wenn, kann ich immer noch was drauf geben. So, ich glaube, dass das jetzt mit der Sauce passt. Sie ist jetzt schön sämig, und, aber doch nicht abatzig. Und jetzt muss ich bloß noch warten, bis Gnädel fertig sind. Denn das waren ja eigentlich die Hauptdarsteller, weil eigentlich wollte ich doch einen Braten machen, wo meine Semignädel dazu passen. Und jetzt habe ich die Qual der Wahl, die Wahl der Qual. Na, auf alle Fälle muss ich jetzt entscheiden, welcher sich heute schon anschneidet. Also anschneiden tue ich alle beide, die wenn ausgekühlt haben, dann schneide ich es auf, denn wenn sie jetzt haben sie eh nur bloß nur lauer, man kann es also schon anlangen. Wenn sie jetzt nämlich heiß sind, dann reißen die Fasern so auseinander, dann ist das nicht schön. Lieber ein bisschen früher kochen, dann ein Stündel auskühlen lassen, dann in Scheiben schneiden und dann wieder in die Soße rein. Aber ihr seht selber, es ist fast kein Unterschied nicht mehr zwischen, ich glaube, das war das Schulterblatt und das Bürgermeisterstück. Zusammengezogen hat es beide ganz schön, vor allen Dingen das Bürgermeisterstück. Also, ich schneide jetzt das um. Also. Denn den Rest, den gibt es dann später, den friere ich ein. Und immer wenn Besuch kommt, dann kann ich ein paar Scheiben raus tun. Und dann können wir das servieren, ohne dass ich viel Stress habe. Das schaut jetzt eigentlich ganz gut aus innen drinnen. Eben wie gesagt, da ist eben dieses Gelee drin, das muss man halt wollen. Das Schulterblatt schaut jetzt auch gar nicht trocken aus, sondern schön glänzend, saftig. Und jetzt schneide ich einmal gleich das Bürgermeisterstück an, wie das denn ausschaut innen drin. Ja, das ist halt glaube ich schon ein bisschen trockener, denn das hat ja kein Gramm Fett innen drinnen. Aber wir haben eine gute Sauce dazu mit Rahm, deswegen wird das auch gehen. Und so schaut unser Rinderschmorbraten aus, wenn er fertig ist. Ich habe jetzt zwei oder drei Freischnaufe, damit wir beide probieren können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich glaube, das ist wert. Also, pfiat euch, bis später mal.